einerseits, ich bin die Anna und ich mache normalerweise die Turnstunden in den Kindergarten und Volksschulen. Aber weil wir jetzt alle einmal daheim bleiben werden, habe ich ein paar Übungen für euch, die ihr auch super daheim machen könnt. Und für unsere ersten Übungen brauchen wir mal einen Bolster. Ich habe da einen, der ein bisschen fester ist. Mit dem ist es ein bisschen schwieriger. Und es geht aber auch mit weicheren Polstern, so wie der zum Beispiel. Mit dem sind die Übungen dann ein bisschen leichter. Zuallererst platzieren wir mal unseren Polster auf unseren Kopf und probieren ihn so hinzulegen, dass er auch ohne unsere Hände liegen bleibt. Wir schauen darauf, dass die Wirbelsäule schön gerade ist, der Kopf schön gerade, das Kinn nach vorne gerichtet und die Schultern nach unten. Und bei wem der Polster da schon ganz gut liegt, kann da mal probieren, ein bisschen durch den Raum spazieren. Dann können wir mal die Augen zumachen. Und wenn der Polster immer noch schön gerade platziert ist am Kopf, könnt ihr auch einmal probieren, euch ohne die Hilfe von den Armen auf den Boden zu setzen, ohne dass der Polster herunterfällt. Und dann auch am besten wieder ohne die Hilfe von den Armen aufstehen. Und dann können wir auch alles mit dem Polster am Kopf, Kniebeugen machen. Oder einmal probieren, auf einem Fuß stehen und den Fuß ein bisschen kreisen, Sprunggelenk auslockern und die Schultern sollten dabei ganz locker hängen einmal. Und dann stellen wir den Fuß an. Wir strecken die Arme auf die Seite. Schauen, dass dabei nicht die Schultern zu den Ohren raufwandern, sondern immer schön unten bleiben. Und wer sich traut, kann einmal probieren, die Augen zu schließen. Da wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Und immer dabei darauf achten, dass die Wirbelsäule gerade bleibt, so dass der Polster am Kopf oben liegen bleibt. Und dann wechseln wir mal den Fuß. Wir stehen auf dem anderen und fangen an, den Fuß zu kreisen. Und wer sich in der Position schon ganz wohl fühlt, darf den Fuß anstellen am anderen Bein, die Arme auf die Seite strecken und dabei wieder schauen, dass die Schultern unten bleiben und dann, wer sich traut, die Augen zu schließen. Genau. Dann nehmen wir den Polster vom Kopf und schauen mal, wie wir den Polster sonst noch so durch den Raum transportieren können. Zum Beispiel können wir ihn zwischen die Beine einklemmen und so einmal probieren, ohne dass der Polster rausfällt, ganz große Sprünge machen. Und dabei nehmen wir die Arme mit. Zuerst nach hinten und nach vorne. Oder wir können auch probieren, einmal ganz kleine Schritte machen, wo die Knie gestreckt bleiben. Ganz kleine Schritte, wie ein Pinguin. Und so durch den Raum spazieren. Dann setzen wir uns einmal auf den Boden und legen den Polster auf den Bauch. Wir probieren unseren Popo so hoch wie möglich drauf zu bringen und so in der Krebsposition auch mal durch den Raum zu gehen. Und dabei immer
schauen, dass der Popo möglichst weit oben bleibt. Gut. Und als letzte Übung legen wir uns den Polster auf den Rücken drauf und führen ihn einmal wie einen Reiter auf einem Pferd spazieren. Und es gibt noch ganz viele mehr Übungen, die man einfach mit so einem Polster machen kann. Aber das war es jetzt erstmal von mir. Vielleicht fällt euch ja selber noch ein bisschen was ein.